willkommen nach 157.000 Jahren ein neues Video auf meinem Kanal. Geil, ja, wir freuen uns alle. Ich dachte, ich nehme euch ein bisschen mit diese Woche, zeige euch so was Kleines an, wie ich so mache. Diese Woche ist ganz viel geplant und heute ist ein sehr schöner und auch ein sehr schlimmer Tag gleichzeitig. Ich fahre nämlich heute zu den Katzenbabys, denn ich kriege ein neues Katzenbaby. Ich hatte euch auf Twitter schon mal ein bisschen was gezeigt. Hier ganz viele süße Fotos von den Babykätzchen, dass ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack habt. Wir fahren jetzt hin. Die kleine Maus wird Finn heißen, weil alle meine Katzen nach Jeanne die Kamikaze, die in dem Anime benannt sind, freuen mich drauf. Aber heute ist ein schwieriger Tag. Wisst ihr noch, wie ich hier eingezogen bin und gebetet habe, dass Jeanne hier nicht hinpissen wird? Es hat ungefähr 1,5 Monate gedauert und dann hat sie angefangen, hier alles hin voll zu pissen. Es hört nicht auf, ich habe schon alles probiert. Ich gebe der Katze viel Zuneigung, das Katzenklo ist immer sauber. Ich habe schon mehrere Katzentoiletten aufgesetzt. Ich habe Beruhigungsmittel versprüht. Ich spiele den ganzen Tag mit der Katze. Wenn sie mich ruft, dann komme ich und mache alles. Und trotzdem pisst diese Pissnäcke hier alles voll. Das klingt jetzt immer so witzig, haha, weil ich das erzähle. Aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend, wenn die Katze so absolut nicht stubenrein ist. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ihr könnt euch sehr gerne mit Tipps und Tricks in den Kommentaren zurückhalten. Ich habe so viele Bücher gelesen. Ich habe mit meiner Züchterin, die 20 Jahre Erfahrung hat, viel geredet. Und ein paar Sachen haben wir jetzt noch auf Lager, die man halt machen könnte. Andererseits liegt halt nahe, dass Jeanne halt sehr gelangweilt ist, weil Maron nicht so Bock hat, mit ihr zu spielen. Deswegen kommt die dritte Katze ja auch ins Spiel, damit Jeanne immer einen kleinen Spielgefährten vielleicht hat, mit der sie sich besser versteht, also Maron. Erstens. Zweitens, vielleicht ist Jeanne einfach eine Fotze. Ende. Ja, aktuell geht's gar nicht mehr. Ich habe mit der Züchterin, also mit Anja, geredet und die meinte, hey Anni, ist schon mal so gewesen, dass ein, zwei Leute mal Probleme hatten mit Katzen, die gepisst haben. Und was sie dann gemacht hat, ist, dass sie die Katzen zu sich genommen hat, auf die Katzen aufgepasst hat, also einmal die Katzen aus der gewohnten Umgebung raus, komplett abgeschottet vom Besitzer und dann wieder zurück. Und dann hat wohl bei allen anderen Leuten die Pisserei immer aufgehört. Also sobald die Katze mal 2 Wochen vom Besitzer getrennt war, mal woanders war, mit der Katze zusammen und so, und die dann zurückgekommen sind, dann war wohl immer alles gut. Und das probieren wir diesmal aus. Also wir packen jetzt Jeanne und Maron ein, bringen wir zur Züchterin, dann bleibt sie da für ein, zwei Wochen. Wir begrüßen die kleine Finn und gucken sie uns mal an, die kleine Maus. Und dann lebe ich erstmal ohne Katzen für ein, zwei Wochen. Mega weird. Und das wird mega schlimm. Und damit startet mein erster Real-Life-Vlog. Wir sind gerade die Transportbox für die Katzen. Und währenddessen, liebe Freunde, zeige ich euch was. Haha. Denn im Merchandise-Shop haben wir ein paar Sachen aufgestockt. Denn diese Beanie kam extrem gut bei euch an. Like, die ist Bestseller gewesen. Und ich habe so Milliarden Nachrichten bekommen. Anni, gibt es die Beanie auch mal in anderen Farben? Ich hätte ganz gerne eine schwarze Beanie. Viele Leute haben das geschrieben. Also, gibt es jetzt die Beanie auch in schwarz mit einer schwarzen Ente? Wie fucking cool ist das? Sehr cool. Schon sehr cool. Weil ich noch Bock hatte, habe ich noch eine helle Beanie machen lassen. Also es gibt jetzt 2 neue Beanies im Shop. Also falls ihr Bock habt und die graue Beanie euch nicht so zugesagt hat, gibt es jetzt auch in schwarz. Also die gab es schon vorher. Gibt es jetzt auch in schwarz oder auch in beige mit Juicy drauf. Und es gibt noch was Neues. Tassen. Das Besondere an diesen Tassen ist, dass sie zusammengehören. Mein Gott, sind die schön geworden. Also die sehen so schön aus. Warte, 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 ich zeig gleich. Oh ja. Ich muss erst... Ich muss mit Technik, nicht mit Kraft. Also du siehst gerade ein bisschen verrückt aus, das weißt du. Ich hab dich auch lieb, Dan. Wir haben nämlich diese beiden Tassen und die gehören so zusammen. Man kann die so nebeneinander tun und dann sieht man, dass sie zusammengehören. Seht ihr das? Ich nenne die Tassen 2020 Mood. Inspiration für diese Tasse war so ein bisschen Lockdown dieses Jahr. Ich war viel alleine, ich wohne alleine. Vielleicht kennen ein paar andere Leute, die alleine wohnen. So, man wird schnell einsam, wenn man nicht rausgehen darf, seine Freunde nicht treffen darf und nur zu Hause hockt und niemand anderes zu Hause ist. Da habe ich immer gefacetimed mit meiner Schwester, die mich immer aufgeheitert hat. Alena, das bist du. Das bin ich. Fand ich sehr süß und vielleicht habt ihr ja auch jemanden, wo ihr sagt, hey, mit der Person habe ich immer gefacetimed im Lockdown. Maren und Jan sind auch drauf. Ein paar kleine Easter Eggs haben wir auch eingebaut. So. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, das versteckte Klopapier hier hinterm Kissen. Vielleicht gefällt euch die ja. Die gibt es auf jeden Fall jetzt auch im Shop. Partner-Tassen. Man kann die einzeln kaufen, man kann aber auch beide kaufen, wenn man irgendwie genug Geld hat. Finde die ziemlich süß. Noch ein süßes Weihnachtsgeschenk, whatever. Und jetzt packen wir die Katzen ein. Oh Gott. Erst Jeanne. Erst Jeanne. Sie kommt. Oh, wenn ich Angst hat. Nee. Hab dich. No. Oh, das ist schon ganz warm. Was denn? Muss jetzt eingepackt werden. Keine Angst, ja? Ja, Maschi, einmal rein. Ihre Lieblingsangel. Ja. Hey, alles gut, mein Schatz. Ja, komm.
Komm mal her, mein Schatz. Oh, mein Herz zerbricht. Okay, wir packen jetzt die Katzen ein und ab ins Auto. Wir sind angekommen bei der lieben Anja. Ihr kennt die vielleicht noch von letztem Jahr. Hallo Anja, wir bleiben auf Abstand. Wir bringen aber jetzt die Katzen ran, dann könnt ihr schon mal gucken, wie sie aussieht. Wir treffen die kleine neue Mausi. War so aufregend, Alter. Oh Mann. Alles okay, kannst rauskommen. Huch, die kenne ich da drin. Der lange Hals. Ja, ja. Ich guck schon mal, aber aha. Mega crazy, jetzt ein paar Wochen ohne Katze zu sein, aber bei Anja haben die es ja auf jeden Fall gut, aber ich hab's nicht gut ohne Katze. Aber dann wird es vielleicht besser mit Jam. Wenn sie nicht gerade küsst, ist sie mein Traumkätzchen. Sie kommt jeden Morgen ja, mit mir, ganz anhänglich, pennt in meinem Bett, ist so anhänglich, sie will immer spielen. Sie ist so süß, aber dann hat sie diese andere Seite, wo sie dann so schnell, so dolle gestresst ist. Und ja, aber das ist, wie gesagt, da will die dich nicht mit ärgern. Das muss man schon mal aus dem Kopf kriegen. Ärgern wollen die einen da miteinander. So, ich habe mich jetzt bei den Katzis verabschiedet und jetzt bleiben die für ein paar Wochen hier. Anja wird mal vor allem Jeanne untersuchen, nochmal beim Arzt untersuchen lassen, schauen, ob vielleicht, dass sie so viel miaut und so viel pisst. Ob das vielleicht ein gesundheitliches Ding ist, vielleicht hat sie irgendwie Schmerzen oder so ein Scheiß und das checken wir nicht und meine Ärzte checken das nicht. Also macht sie hier ganz viele Tests auch mit ihr und lässt mal einen Arzt kommen und so, dass alles abgecheckt wird. Dann werden die beiden hier mit der dritten kleinen Katze zusammengeführt, dass sie sich schon mal kennenlernen. Und dann hole ich die dann ein paar Wochen ab und dann kommen sie wieder zu mir. Bin sehr aufgeregt und sehr gespannt. Jetzt gleich lernen wir das kleine Mädchen kennen. Und ein großer. Wollt ihr die auch mal großen Kater sehen? Hi. Mein Gott, sind die süß. Ich bin in der Baumstelle mit meiner Seite. Ja, schon. Komm als erstes, du. Klein. Komm mal her. Oh. Oh ja, quietschig. Sie wird bald Finn heißen. Wie heißt sie? Finn. Finn? So, das ist die liebe Finny. Die bleibt jetzt hier bis Januar. Maren und Jeanne bleiben auch hier bis Januar. Drei. Fast 4 Wochen ohne Katzen. Ja, das wird crazy. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause, lassen all die Kiddies hier. Ja, hoffen wir, dass es Jeanne bald besser geht. Hoffen wir, dass es für Jeanne alles bald besser funktioniert. Dass sich die Finn, Maren und Jeanne alle gut verstehen. Und danke Anja, dass du das machst. Wir sehen uns morgen wieder. Ich bin noch 20 Minuten wach oder so, ich bin super müde. Dan ist schon da, Jazz ist schon da, dienstags morgens immer Training. Jazz, ich war bis 6 Uhr morgens wach, ich bin todesmüde, ich bin richtig schwach heute. Wir werden jetzt erstmal auf die Liegestützen auf Knien, dann machen wir richtige Liegestütze und danach Squats. Okay? Wir machen noch oft Kampf mit so zwei Langhandelstangen. Ist dir noch was aufgefallen, Jazz? Ah! Bitte? Ist dir noch was aufgefallen, an dir? Jazz? Generell? Nee. Meine Katzen sind weg. Oha, stimmt. Ja. Hey, warum sind die weg? Musst du die abgeben? Wie Knecht? Für einen Monat. Für einen Monat? Ja. Crazy. Ja. Warum denn? Jeanne pisst die ganze Wohnung voll, weißt du ja. Ja, aber das hat sie ja von dir gelernt. Ja, und deswegen, ich muss mir abgewöhnen, in die Wohnung zu pissen. Ja. Ich kann nicht, wenn sie das mir mal vormacht. Ja, kannst du nicht direkt starten mit erstmal Liegestütze auf Knien. Bin ja relativ easy für dich. Er sagt, die sind relativ easy für mich, das war eine Lüge. Okay, ja, passt. Mach mal 8 Kniebeugen einfach vorne zum Warm-up. Also ein bisschen mehr den Hintern ausstrecken, nicht so weit die Knie nach vorne. Genau. 2. Oh, das knackst. Erstmal alles wieder an. Ah. Wie viele noch? 7. Noch 80. 79, nein, okay, Pause. Anni weint immer rum und das ist auch so oft beim Training, die hat so Gewicht drauf und macht so. Und ich denke so, okay, Anni, nur eine Wiederholung. Und Anni so, hä, was, ich kann noch 5. Und macht er halt noch 5 Stück. Also mach mal richtige Liegestütze mit ablegen. Also legst kurz auf den Boden ab und dann drückst du dich hoch und beim Hochdrücken versuch halt so gut es geht die Leiste anzuspannen, dass du halt keine Banane machst. Du wirst eh ein bisschen Banane machen. Banane machen? Sieht aus wie jemand, der Banane macht? Ein bisschen Bananenmacherin. Ja.
Komm jetzt auf die Kamera, jetzt mache ich einen perfekten Liegestütz mit Ablegen. Okay, gut. Do it. Das ist keine Liegestütze. Okay. Ablegen. Und jetzt pushen. Ja, eins. War Banane? Nee, nur ganz, 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 ganz mini. Nein, keine Banane. Okay, warte. Zwei. Oh, ich kann nicht ohne Banane. Jetzt nur minimal, das ist alles okay. Drei. Das geht ja mit der Zeit weg. Okay, noch eine. Mach vier Stück, ja? Mach fünf. Okay. Ja, das ist die Sache, das meinte ich. Sie drei. Jetzt mach Konzentration, nicht lachen. Vier, da war Mini-Banane. Ja. Okay, komm, noch eine. Okay. Ach, eine Bananenmacherin. Minimal, unten. Man fängt ja mal klein an. Wir haben nicht mit Liegestützen auf Knien angefangen, weil ich zu schwach dafür bin. Wir haben mit Liegestütze an der Wand angefangen, weil ich mich nicht mal von einem Stuhl oder so abdrücken konnte, weil ich so schwach war, haben wir die ersten Wochen solche Liegestütze gemacht. So. So und dann... habe ich so Dinge gemacht. Ja. Deswegen, ihr sagt jetzt vielleicht, du bist ein Lappen, aber ich war ein noch so viel größerer Lappen. Und Anni konnte keine Squat. Ich konnte keine Squat. Das war so. Anni, mach mal eine Squat. Anni so. Eigentlich machen wir oft zwei Übungen hintereinander. Hm. Aber heute einfach, weil du auch so ein bisschen im Arsch bist, weil du um 6 Uhr morgens sehr schlafen gegangen bist. 10? 30 hast du gesagt? Ja, 30. Okay. 9. Okay, gut. Nee. Besser als nichts. Meine einzige Motivation, Sport zu machen, ist, dass ich einen riesigen Hintern haben möchte, wie Kim Kardashian. Fehlt noch ein bisschen. Okay, komm, du kannst direkt einen Aufwärmsatz mal kurz machen. Genau, erstmal aufwärmen, packen wir gleich Gewicht hoch. Mach bitte trotzdem so unten so 1-2 Sekunden Pause. Mhm. Genau, 10 ein bisschen hoch vom Boden. Genau. Zack, ein bisschen länger. Ich finde, man sieht in manchem Licht aber mittlerweile ganz leicht so Bauchmuskeln, oder? Ganz leicht. Oder ist das der Speckansatz? Ganz. Hier so. Ganz leicht. Kommt auf die Tage an. Heute eher nicht. Danke. Ist aber egal, wenn du jetzt kurz machen musst. Zwei, drei, push. Okay. Passt das? Ja. Ich fühle mich, als ob ich eine kleine, schwache, leichte Frau auf meinen Schultern tragen würde. Okay. Das ist ein gutes Gefühl. Kontrolliert runter und weiter von Pause. 1, 2, 3, push. 2, 3, jetzt knie auseinander. Das war nice. Okay, kein Thema. Ich glaube, die einzige Übung, wo Anni, oder die beiden einzigen Übungen, wo Anni wirklich ganz gut und stark ist, sind Squats und Hip Thrusts. Ja. Warum die haben jetzt auch fokussiert, weil ich einen riesigen Hintern haben möchte. Ja. Okay, Bulgarian Split Squats. Okay, du nimmst das hier rein und dann hochdrücken. Kannst sogar ein bisschen weiter nach vorne, so ein bisschen mehr auf deinen Hintern gehen. Und aus der Ferse drücken. Ich bin hier, falls irgendwas passiert. Ach, wow. Ja, geht doch. Easy. Schön kontrolliert. Erstmal eingedacht. Zwei. Okay, war aber gut. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, drei? Drei. Machen wir die andere Seite drei und dann machen wir ohne Gewicht. Ich habe gedacht, du wolltest zeigen, wie stark du ja, bist. Ja, aber ich bin nicht stark. Können wir hier nicht so Wattegewichte dran machen? Komm, baller drei Racks durch. Eins. Ja. Seht ihr, theoretisch hätte sie... Ja, aber ich habe halt keine... Gleichgewicht auf links. Okay. Ja. Eins. Zwei. Genau. Schön den Rücken squeezen. Drei. Passt. Oh, das war anstrengend. Ja, mit dem Gewicht. Wir gehen jetzt gleich, machen gleich noch einen Satz und gehen aber ein bisschen runter mit dem Gewicht. Okay. Aber ja, war okay. Ja, dann machen wir gleich einen so mit 12 Wiederholungen. Ein bisschen weniger Gewicht. Okay, direkt hinterher. Jetzt machen wir kurz die Split Squats. Ohne Gewicht. Mhm. Okay. Acht, okay. Und wechseln. Jo, passt. Machen wir Hip Thrust. Baller einmal hier mit Rudern. Das ist weniger Gewicht. Ja. Da haben wir ein bisschen Variation drin heute. Okay. Ja.
Machen wir heute bei zweibeinige Hüpfwurst? Ja. Ja, mit langer Hantel? Ja. Ja! Ich bin bereit. Vielleicht also brechen wir jetzt beide Beine. Das ist wenig, ne? Boah, ja, das ist schwer, aber wir kämpfen ja klar. Easy. 1, 2, 3. Ah! 1, 2, 3. Okay. Boah, ja, ich bin schwach. Mein Gluteus Maximus brennt. Und 10 Sekunden umhalten. Nein. Hoch, hoch. 9, 8, 7, 6. Oben halten. 5, 4, 3, 2, 1. Oh mein Gott. Aua. Das schöne kurze Pausentraining. Das ach, macht jedem Spaß. Aua. Ich hätte nie wieder laufen können. Aua, das brennt einfach. Ja, hier vorher, das war mein Training. So oder so ähnlich sieht es jede Woche aus. Meistens habe ich keine gemachten Haare, also. Jetzt geht's zu Eva. Und hier meine Extensions raus. Kommt mal nah an meine Hand. Boom. Ich bin teleportiert und umgezogen und bei Eva. ja, also wenn man halt ein wie ich ist, sorry, ich meine ein Quarktasche wie ich ist, dann dauert ein Friseurtermin immer 2 Tage, vor allem wenn man neue Extensions kriegt. Wir nehmen jetzt die alten Extensions raus, weil die schon übel weit rausgewachsen sind und langsam anfangen sich zu verfilzen. Heißt, die kommen raus, aber das dauert halt irgendwie 4 Stunden. Dann blondieren wir die Haare. Dann sehe ich aus wie ein absoluter Lemurensohn. Und dann kommen die neuen Extensions rein, weil ich zeige euch die mal. Das bin dann vielleicht bald ich. Zap, zap. So sollte es nicht aussehen. Nach einer ganzen Weile. Und ich zeige euch jetzt auch gerne, wie man das rausmacht. Es tut auch gar nicht so wenig weh. Ja, aber ich freue mich mega. Ich stehe ja ein bisschen darauf, die weh zu tun. Ist schon ein bisschen geil. Wir machen ein bisschen Lösungsmittel drauf. Überall ein bisschen schon mal einweichen. Jetzt kommt diese wunderbare Zange. Ihr Feind schlechthin. Und jetzt weichen wir den Sieg auf. Und das mit wie viel Stück haben wir drin? 200. Nice. Das machen wir 200 Mal. Ja. You ready? Und Halleluja. Ciao. Das geht ja richtig geschmeidig raus. Ciao. Aber schade, das hat dir gar nicht genug weh. Gott, du bist wirklich. Ein bisschen Schmerz machen, obwohl sie. Ja, mach mal bitte. So, au! Das ist das so wenig Heavy Metal. Ja, warte, dann wirst du. So, liebe Leute, Haare sind weg. Das sind jetzt meine echten Haare. Sieht ein bisschen blöd aus. Das ist der ganze Scheiß, der an meinem Kopf dran war. Mega, der Prädruck der Haare, Alter. Ich sehe so ungewohnt aus. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich, Eva. Ja? Hier sehe ich mich. Guck, wie traurig das aussieht. Du siehst so, krass. Oh. Es ist Mittwoch, liebe Freunde. Es ist morgens. Ich habe verpennt. Eva hasst mich, weil sie seit Ewigkeiten auf mich wartet. Ein bisschen Zeitdruck, weil wir jetzt die Haare trotzdem heute irgendwie fertig kriegen müssen. Ich sehe aus wie ein Wick. Jetzt blondiere meine Haare, damit ich noch mehr aussehe wie ein Arsch. Es sind jetzt nämlich fucking 4 Stunden vergangen, aber wir haben es endlich geschafft, die Haare zu blondieren. Are you ready? Nein, gar nicht. Oh mein Gott. Disgusting. Bleibt das so? Jetzt kommen die Extensions rein. Dann färben wir nochmal und dann sieht es hoffentlich nicht mehr aus wie so ein Wichser. Es wird großartig. Yay. Dankeschön für die tolle Frisur. Gerne. Wunderschön. Wir machen jetzt die Extensions rein. Wo sind die? Hier, ne? So kommt es dann rein, ne? So oder so ähnlich. So oder so ähnlich, ne? Es sind einige Stunden vergangen. Wie viel Uhr ist es, Eva? Wir haben 10 vor 11. Es ist unfassbar spät. Aber die Extensions sind drin. Ich weiß nicht genau. Das sieht ganz schrecklich aus. Es ist noch ganz gelb und furchtbar. Wir färben das jetzt. Und ja, Eva sagt, wir sind 1 Uhr morgens erst hier raus. Ich hoffe vor Mitternacht, aber wahrscheinlich nicht. Aber gleich sehen hoffentlich meine Haare nicht mehr aus wie ein Stück Pipi, weil die sind sehr gelb. Mega müde, denn morgen muss ich wieder um 8 Uhr aufstehen. Wir gehen morgen früh zum Verkehrsübungsplatz mit Vincent. Und dann fahre ich zum ersten Mal Auto. Oh, scheiße. Dann bis in ein paar Stunden. Ah, okay. Wir haben fertig gefärbt. Und jetzt kommt die Scheiße ab. Zeig sie in Eva. Bitte, dass es gut geworden ist. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, das ist lange. It looks nice. Alter, es ist nice! Welcome back! Oh mein Gott. Ah, man sieht nicht, wie ich schreie wegen der Maske, aber ich schreie sehr laut. Wir haben es geschafft. Ich sehe wieder aus wie vor 1,5 Jahren oder so, 1 Jahr. Ist mega schön geworden. Ich hab's vermisst.
bin voll happy. Ich habe wieder Haare, ich habe wieder dicker und lange Haare, ich habe rote Haare. Eva, es ist 2 Uhr morgens. Yay! Feierabend! Ja moin, gute Zeit! Ja gut Leute, wir sehen uns am Morgen früh. Lululul, mega spannender Vlog bisher gar nicht. Boom, liebe Freunde, es ist Donnerstag, es geht ab. Und heute machen wir eine Sache, die wir schon vor lange machen wollten, nämlich zum Verkehrsübungsplatz gehen, damit ich vielleicht irgendwann meinen Führerschein mache. Ja, ich bin noch nie Auto gefahren. Ich hoffe, du hängst nicht zu sehr an diesem Auto. Eigentlich schon, ja. Doch. Let's go, würde ich sagen. Kamera läuft, wir fahren in den Übungsplatz rein. Also Vincent fährt noch, ich fahre noch nicht. Wir haben uns wirklich den wärmsten Übungsplatz in ganz Deutschland ausgesucht. Hier ist gar nichts, hier stehen nur so ein paar Reifen. Sieht schrecklich aus. Das ist wirklich der schlimmste Übungsplatz, den ich jemals gesehen habe. Das sieht aus wie so ein Realparkplatz. So ein was so vor 40 Jahren geschlossen hat, ist pleite gegangen. Wir fahren, Vincent. Sitzt du erstmal gut so? Ja. Warte. So, bist du mal an. Ich hab ein bisschen Angst, Mann. Ich vor allem dieser Platz hier ist ein Todesfall. Einfach. Ja. Teuer ist dein Auto, wenn das jetzt kaputt gehen würde? 37.000 Euro. Also mindestens. So. Spaß. Ja, jetzt kannst du theoretisch erstmal einen Gang einlegen. Das wäre der erste. Also Ganghaltung an dich. Als erster Gang, so fängst du an. Das erste? Ja. Ja. Gut, jetzt das erste Schritt, den wir jetzt mal machen, ist die Kupplung. Lässt du mal ganz langsam kommen. Also du solltest nicht den Bus abrupt runternehmen, sondern du lässt ihn so ein bisschen kommen, bis du merkst, dass das Auto langsam anfängt zu rollen. Merkst du? Langsam rollen wir. Jetzt. Oh mein Gott, wir fahren! Aber das können wir erstmal so ein bisschen machen so. Oder du kannst ein bisschen Gas dazu geben. Langsam mit dem rechten Fuß, dann kannst du die Kupplung auch loslassen. Oh mein Gott. Du schaffst das, ganz wenig Gas geben und dann die Kupplung loslassen. Kannst du die Kupplung auch loslassen. Oh Gott, wir sind so schnell. Ja, wir fahren 5 km/h. Ja, und wenn du jetzt bremsen willst, dann drückst du wieder die Kupplung und die Bremse. Aber dann die Bremse nicht so fest drücken. Kupplung drücken, Kupplung drücken. Hab ich. Hast du? Ja. Komplett durch? Nee, ach komplett durch? Ja, ja. Nur so leicht. So. Aber ganz wenig. Und lässt die Kupplung kommen. Das war ein bisschen viel. Das war ein bisschen viel. Ich hab... Alles gut. Jetzt muss man lenken, ne? Vorsicht. Oh Gott, ich lenke jetzt? Wie lenke ich? Von links einfach. Ich kann jetzt nur ein bisschen helfen. Ich muss umgreifen, auf jeden Fall. Okay. Der Hand. So? Langsam und sicher, ja? Okay. Mach in Ruhe. Oh, ich fahre meine Kurve. Nicht langsamer werden, ein bisschen auf Kraft. Nicht zu viel, nicht zu viel, nicht zu viel, nicht zu viel. Ganz in Ruhe. Jetzt hier zurückdenken. Langsam. Ganz in Ruhe. Okay, jetzt wieder ein bisschen weiter rechts, ein bisschen links. Okay, langsam nicht so schnell werden. Jetzt musst du die Kupplung einmal durch und langsam bremsen. Nicht als Polter auftreten, sondern langsam. Sehr gut. Aber Kupplung war ein bisschen fest noch immer, aber war okay. Okay? Die erste Kurve hast du schon mal geschafft. Das war doch gut. Hast du viel Angst? Ich hab ein bisschen Pipi in die Hose gemacht. Wie teuer ist eine Sitzreinigung? 24.000. Ich rechne mir gerade im Kopf aus, wie teuer es wäre, wenn ich für den Rest meines Lebens einfach Taxi fahre. Das kannst du auch machen. Gut, ich fahr erstmal ein paar Runden. So ein bisschen nochmal diese lenken. Runde? Ja, fahr nochmal zweimal die Runde. So ein bisschen lenken. Okay, so wie Eis aus. Es ist ein bisschen langsam, wie Mario Kart. Ja. Nur ganz anders tatsächlich. Ja, aber das wird doch schon besser. Ja, guck mal, ich bin ein Profi. Sehr gut. Kannst du schneller fahren? Kannst du theoretisch, aber ich will es nicht in der Kurve machen. Also, wie erstmal jetzt schnell in der Kurve? Nee. 50 km/h in der Kurve? Oh Gott, ah! Jetzt zurücklenken. Jetzt wieder ein bisschen eindenken. Und jetzt geht's zurück. Bleib nochmal stehen, drück mal die Kupplung. Kupplung und dann Bremse in der Mitte. Langsam, ganz langsam. Ja, das war viel entspannter schon gebremst, weißt du so. Gut. Okay. Sag nichts. Bremse loslassen, Kupplung kommen. Bisschen Gas. Bis zum Brrpunkt. Das war sehr gut angefahren, aber nicht so schnell. Oh Gott, ja. Das war sehr gut angefahren. Also wirklich oder? Wie ein Profi. Das war echt gut. Nicht so schnell. Du musst in Ruhe. Fahr langsam. Ich fahr ein Gamer! Also, hör auf, wie willst du fahren? Weißt du, wie tief die ist? Mach ruhig, aber halt mal langsam. Nicht so schnell. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Okay, alles gut gegangen. Alles war bestimmt gut fürs Auto. Ben! Ich bin eingepackt. Ich hab's gesehen. Ja. War gut. Cool, oder? Sehr gut hier alles. Jo, wir sind gerade da am Start und ich unterschreibe die ganzen Kalender und die ganzen Autogrammkarten, die ja bei den Bestellungen mit dabei sind. Vincent und Alena helfen ein bisschen, packe schon mal Kalender auf, ich mache schon mal Autogrammkarten in der Zeit. Sophia ist auch gleich noch mit beim Auspacken. Unterschreiben wir das hier alles. Kleinen Film mit, die beste Arbeit. Wird jetzt auf jeden Fall noch ein paar Stunden dauern und dann gleich noch Fotoshooting und dann ist der Tag hoffentlich durch. Macht viel Spaß. Pure Freude.
Das sieht man doch auf meinem Gesicht. Erst mein Auto demoliert, jetzt muss ich hier nach Kalender sortieren. Stimmt. Schwieriger Tag heute. Wir haben jetzt erstmal Autogrammkarten unterschrieben. Sehr viel, also ich habe unterschrieben. Sehr, sehr viele fehlen noch, aber ich habe vielleicht echt viel geschafft. Die ganzen Kalender haben die anderen Leute ausgepackt, was ganz cool ist. Morgen früh kommen wir wieder und unterschreiben dann die restlichen Kalender. Und dann sind wir erstmal für diese Woche durch. Mal gucken, was nächste Woche noch an Bestellungen kommt. Aber ja, mega sick von euch. Danke, dass ihr Merch-Bestellungen dieses Jahr so übel ausgerastet seid. Falls ihr noch Bock habt, was abzugreifen, ich glaube, bis Ende des Jahres gibt es Merch auf anitheduck.com. Es ist very flauschig, very nice too. Aber wir müssen dann los, denn wir haben noch eine Verabredung mit Paul. Ich freue mich, Paul zu sehen. Ja, wir machen jetzt ein paar Fotos mit dem, weil ich noch ein paar coole Fotos mit Merch haben wollte für Insta oder so. Und da machen wir uns jetzt auf den Weg. Was geht? Wow. Kommt herein. It's a web. Paul hat geile Fotos gemacht, weil wir geilen Scheiß bezahlen. Wir waren jetzt nach Hause und dann habe ich heute frei, zumindest für den Rest des Abends. Ich meine, es ist ja erst was, 8 Uhr. Viel Spaß. Lass ein Like da, glaube ich. Genau, lass ein Like da, vorgesagt. Ja.